13. 9. Nein, 9 Sekunden! So schnell, was hat die gemacht? Eigentor. Nein! Hat sie einfach alleine reingeschoben. Leo Sara, herzlich willkommen zum Bundesliga-Quiz. Wie viele Spiele bestritt der VfL in der Bundesliga? 478, 656 oder 702? Ich rate mal und sag B. Richtig. Ich würde auch 656 yes! sagen. 1-0. Ja, hast du nicht gedrückt? Ja, ich war unsicher. Ja, natürlich warst du unsicher. Welcher Verein stieg zum ersten Mal in die Bundesliga auf? RB Leipzig? RB Leipzig. Richtig. Sorry. Sorry. Okay. Dann Frage 3. Wer ist Rekordaufsteiger der Bundesliga? Bad Neuenahr, TB Berlin oder der 1. FC Köln? Ich war davor, habt ihr das gesehen? Habt ihr du das hast gesehen? Schon die Hand so. FC Köln, der 1. FC Köln. Richtig. Kann ich dich mal drücken? Du warst so. Hi. Ja, mach so hier die Hände. Okay, sorry. Ich stehe trotzdem 2. Frage 4. Wer erzielte das erste Tor der Bundesliga-Geschichte? Es war am 2. September 1990. Katja Bornschein, Heidi Mohr oder Martina Voss-Tecklenburg? Ich sag Heidi. Leider nein. Oh, die Heidi war es nicht. Kennst du Sarah, weiß nicht mal die Namen mehr, die sagt ah. Ja, ich weiß nicht, ob es Martina war, aber das würde schon passen, oder? Aber hat sie... War sie im Sturm? Und aus Frankfurt kommt sie auch, oder nicht? Ja, ich sag Martina. Naja, ich weiß falsch. Nicht. Ich wusste. Nein! Martina war gar nicht, dass die Tore schießt. Ja, ich weiß nicht. Vorne. Ich weiß nicht. Frage 5. Bester Vizemeister aller Zeiten. Wer hat in einer Saison als Vizemeister die meisten Punkte geholt? Ich sag VfL Wolfsburg. Richtig. Ja. Ich wollte das schon vorhin sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Nein! Natürlich nicht Bayern. Wie viele Wölfinnen können diese Saison die Top 10 der Rekordeinsätze der eingleisigen Bundesliga entern? Keine, 2 oder 4? 4? Leider falsch. Keine. 2, leider, oder? Auch falsch. Oh. Ja, 2. Aber ihr zwei seid es auch nicht? Ja. Völlig überraschend. Poppy und Svenny. Ja, wer sonst? Frage 7. Die erste Torschützenkönigin aller Zeiten des VfL. Alex Popp. Oh, du hast gar noch nicht die Namen gesagt. Nee. Kann nicht sein. Leider falsch. Ja. Soll ich die Antwortmöglichkeiten wären? Conny Polas, Martina Müller oder Pernell Harder? Pernille, die war doch nicht so lange hier, oder? Geht. Die war die 2-3 Jahre? 3, glaube ich. Komm, hau raus. Ja, was war die zweite nochmal? Die zweite war... Müller. Genau. Ja, ich sag Müller. Leider falsch. Wie war das? Pi. In der Saison 17-18. Frage 8. Welches Team erzielte die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison? Potsdam? Frankfurt oder Wolfsburg? Ich sag VfL. Leider nein. Frankfurt. Leider auch nein. Die hat bestimmt noch gespielt. Nein. Oh. Potsdam war ja so gut, aber Frankfurt war ja auch Champions League-Sieger und so. Also die waren ja auch gut. Frage 9. Mannschaft mit der längsten Bundesliga-Abstinenz aller Zeiten. 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg oder TSV Siegen? Nürnberg. Da soll es. Oh. Die sind ja jetzt erst aufgestiegen. Ja. Wann war das letzte Mal? In den 90ern, glaube ich. Ja, ja. Krass, ja. Frage 10. Welche Torhüterin hat die meisten Spielminuten ohne Gegentor? Antwortmöglichkeiten? Katja Kraus, Almut Schuld oder Nadine Angerer? Almut. Leider
war C. Oder? Die andere. Nee, ist leider auch. Oh, was? Ich hab gewonnen. Ich kenn die erste gar nicht. Deswegen. Ich dachte, Almut, krass. Die war in den 90ern aktiv. Ja, das ist. Oh, ja, die ganzen ist Antworten gemein. Sind vor unserer Zeit. Ja, also. Ja, wir sind vor unserer Zeit.